Nehmen wir jetzt an, ich wäre jetzt 15. Mhm. Und ich würde tipptopp aussehen, das wäre guter Form. Also wenn so wie das ist. So, danke, dass Sie jetzt so lachen. Mhm. Ich möchte mal. Nein, danke schön. Nein, natürlich. Also ich käme an und Sie würden erkennen, was für ein Athlet. Und ich würde vor Ihnen stehen und würde sagen, Trainerin, ich möchte Olympiasieger werden. Mhm, wunderbar. Also wenn der schon mal so ein Selbstbewusstsein hat und dann dazu noch natürlich sportlich begabt ist, ja, dann muss er noch das umsetzen, was eigentlich dazu gehört. Das kann er sehen in der Welt, was trainiert wird. Das weiß sein Trainer auch, dafür hat er studiert. Und dann muss er die Herausforderung annehmen. Aber wenn er den Satz schon alleine sagt, dann ist es ein Siegertyp und den musst du motivieren und begeistern. Nee, könnte ja auch nur ein Angeber sein. Na, da die Pusteblume geht schnell vorbei. Also das merke ich schon nach der zweiten. Ja, nach der zweiten Trainingseinheit ist klar. Es ist ein Schwätzer oder es ist einer, der wirklich kämpft. Pusteblume geht schnell vorbei. Ja, ist so. Also ist wirklich so. Es gibt sicherlich welche, die sagen, ich möchte die Welt zerreißen und ich will sonst was erreichen. Und dann merkt man aber schon, wenn sie schon nach einer Woche die Flügel hängen lassen und da kommt nichts mehr und da ist dann. Es ist einfach, das ist so ein harter Job für die. Und die da immer wieder und immer wieder aufstehen, die sind für mich schon so viel wert. Und ich freue mich da einfach. Ich sage, ihr habt genau das Richtige gewählt. Ihr habt euch für den Sport entschieden. Was Schöneres kann euch jetzt erstmal gar nicht passieren. Und inwieweit das dann überhaupt für sich in Erfüllung geht, das ist vollkommen, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber die sollen erstmal hier Freude haben, die Begeisterung und die Herausforderung annehmen.